So, hallo zusammen. Ich habe jetzt gerade aus meinem Regal wieder mal zwei Filme rausgezogen für ein Filmduell. Ich muss aber dazu sagen, da fällt es mir diesmal schwer, einen Sieger zu finden. Ja, es ist jetzt so, dass diese beiden Filme leider nicht auf Blu-ray gibt. Also es wird ja so viel Mist auf Blu-ray veröffentlicht und deswegen verstehe ich das nicht, warum manche Filme nicht auf Blu-ray rauskommen. Ich hoffe, dass das noch nachgeholt wird bei beiden Filmen. Wir steigen mal ein in dieses Thema mit den Fallschirmspringern. Ah, da denken jetzt wahrscheinlich viele, ich nehme Gefährliche Brandung, den könnte ich natürlich auch nehmen, aber den habe ich jetzt nicht genommen. Also, wir können jetzt kein Triduell, wie heißt es dann, Triduell? Nee, also es ist ein Duell und ein Duell besteht immer aus zwei Filmen und nicht aus dreien. Ne? Vielleicht können wir den Gefährliche Brandung irgendwo anders reinpacken. Vielleicht interessiert es ja einen. Also wir haben hier zum einen Wesley Snipes in Drop Zone. Ja, cooler Film, muss ich sagen. Cooler Film. Der Wesley Snipes hat schon einige gute Filme gemacht, muss ich sagen, aber der ist ja, die Zeit ist ja auch bei ihm vorbei. Der Drop Zone ist von, das ist jetzt wieder ein Manko, also ich hätte es mal gesagt, Mitte der 90er Jahre, steht hier nicht drauf, tut mir leid, ich bin wie immer schlecht vorbereitet. Und dann haben wir Charlie Sheen mit Tödliche Geschwindigkeit. Also eins vorweg, wenn ihr die beiden Filme noch nicht gesehen habt, es lohnt sich auf jeden Fall für beide Filme. Sie sind beide sehr, sehr gut. Machen Spaß, halten bei der Stange, haben kaum Leerlauf. Ist echt top. Und der ist jetzt, der Tödliche Geschwindigkeit ist von auch kein Jahr angegeben hier. Ne? Es tut mir leid, ich könnte nochmal nachgoogeln, aber ich sage jetzt mal, Mitte der 90er Jahre sind beide Filme, sind glaube ich ziemlich ähnlich. Das war dann halt diese Fallschirmspringerwelle. Da gibt es noch einen anderen Film, den habe ich aber meinem Junior weitergegeben, Cutaway oder wie der heißt, der ist auch im Fallschirmspringer-Milieu, aber die taugen jetzt nicht so viel. Oder der Film taugt nicht so viel. Also hier Drop Zone, da macht auch der Gary Busey mit. Der macht ja auch in Alarmstufe Rot mit und in Gefährliche Brandung. Ne? Wenn ich jetzt dann Gefährliche Brandung genommen hätte, dann. Ja, aber hier ist er ein Böser und in Gefährliche Brandung ist er ja der Gute. Ne? Also hier Drop Zone, Rückseite. Und da geht es, soweit ich noch weiß. Ich habe jetzt beide Filme leider nicht aktuell gesehen. Ne? Also bin jetzt hier spontan am Regal vorbei und habe gedacht, ich nehme die beiden Filme mal raus. Aber ihr kennt sie ja wahrscheinlich alle schon, weil es halt schon etwas ältere Filme sind. Und geil fand ich ja, dass die aus einer 7x7 Jumbo-Jet, da haben die ja ein Loch reingesprengt und dann sind die mit dem Fallschirm rausgesprungen und haben einen Computer-Nerd, Entwickler, Spezialist rausgeklaut und gekidnappt, damit die eben ihr Ding durchziehen können, die Kriminellen. Und dann geht es eben dann am Ende um die Ermittlung und ja, ist ein super Film. Und bei Tödliche Geschwindigkeit, da ist Nastassja Kinski sogar dabei, also die Tochter von Klaus Kinski. Und ja, da geht es um eine Doppelgängerrolle von dieser Frau. Und da kommt wohl eine ums Leben bei einem Fallschirmsprung. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt es dazu und wie sind die ganzen Verwicklungen? Und am Ende geht es auch um, da ist auch eine 7x7 mit dabei und die ist vollgepackt mit Gold. Und dem Ganzen kommen sie auf die Schliche. Und ich liebe Leute, es tut mir jetzt leid, wenn ich das jetzt sagen muss. Ich finde beide Filme geil. Ich war bei einem Filmduell. Sollte eigentlich immer ein Sieger hervorgehen. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wer ist hier der Sieger? Also ich würde sagen, es hätten beide 5 Punkte verdient. Aber wenn ein Sieger dabei sein muss, dann hätte ich jetzt gesagt, es kommt darauf an, ob man 4,5 oder 4,9 vergeben kann. Also ich hätte jetzt mal gesagt, wir geben hier 5 Punkte für Drop Zone als Gewinner und wir geben hier 4,5
wenn wir es in 0,5er Schritten machen, oder ich hätte jetzt dann, wenn ich 4,9 geben könnte, würde ich auch 4,9 geben. Also er verliert nur knapp. Es sind beide Filme geil und ich bin jetzt kein Fallschirmspringer, aber ich meine, mich hat es immer gereizt früher, aber mittlerweile würde ich mir das nicht mehr antun wollen. Aber ich finde es halt einfach die Thematik geil und die sind beide Filme halt bei der Stange und das ist doch das Wichtigste. Wir wollen doch alle unterhalten werden von Filmen und die sind beide sehenswert. Die kommen jetzt auch wieder beide ins Regal und hoffentlich kommen sie mal auf Blu-ray raus. Und dann sollte es mal ein kurzes Filmduell gewesen sein. Ich wünsche euch was. Also, ciao, ciao.